Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin etwas angesäuert gewesen. Ich habe die Aufnahme vorhin ganz normal gestartet, als ich gesagt habe, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann wollten wir uns ja da treffen, weil wir die Bretter hier auf den Teil packen wollten. Ja, ich habe da noch aufgenommen, kurz. Und dann bin ich losgelatscht. Das zeige ich euch jetzt gleich hier. Ich schneide das hier rein, ich schwöre. Und ja, genau, seht am besten einfach selbst. Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Ja, wir sind wieder da und wir haben den Transporter jetzt hier stehen. Ich suche jetzt aber mein... Wo ist denn mein... mein Automobil. Altinfo interessiert mich nicht. Maschinen, alte Gabelstapler. Der ist da hinten. Hä, habe ich den immer noch da stehen? Ach Mist, zögert sich ja dann alles wieder raus. Ach, so ein Ärger. Da steht er doch. Stimmt, wir hatten ja das kleine Gebäude gemacht hier. Schön, ich bin in der Speisekammer. Ja. Spiel? Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Oh mein Gott. Ich glaube, unser Gabelstapler steht jetzt unten. Das ist doch wohl nicht wahr. Und ich habe nicht gespeichert. Ach du Heilige, kriegt man den echt nicht zurückgesetzt? Ach komm, ey. Oh wei, oh wei. Ich kann da jetzt aber nicht speichern. Ich komme hier nie wieder raus. Das ist unmöglich. Nutzen, springen, reparieren, bauen und los, Karte, Pad. Lichter, Kamera, Tempomat, Zapfwelle. Was auch immer das heißt. Für Erweiterung, F abladen. Sowas gibt's hier einfach nicht. Nö. Ich komme hier nie wieder raus. Hat er automatisch gespeichert vielleicht? Oh Mann. Mach ihn jetzt. Das ist zwar Kapitel 2, aber ich glaube, das ist genau der Anfang. Da müsste ich jetzt zu Lili fahren. Bam, 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 bam. Es gibt leider aber auch keinen Maschinen zurücksetzen. Das ärgert mich so. Jetzt ist der Gabelstapler in der Speisekammer. Das muss man sich mal vorstellen. Obwohl der hier vorne stand. Der stand hier. Es ist doch... Ja gut. Das wird dann wohl eine Folge sein, die ich wohl nicht bringe. Es ist ja völlig egal. Ich muss das jetzt nochmal nachspielen. Ja. Was soll ich dazu jetzt sagen?
Es ist einfach unglaublich. Da bin ich in der Speisekammer gelandet mit dem Drecksding. Und das Schöne ist, ich durfte alles nochmal nachspielen. Ich habe noch gesagt in der letzten Folge, ja, das wäre richtig kacke, wenn du dich hier drinnen festbackst. Ja, an den Häusern, weil du nicht mehr rauskommst aus der Tür. Mir ist das zwar nicht passiert, aber wie ihr jetzt gerade gesehen habt, ist mir das andere passiert. Und es gibt kein Zurücksetzen für die Fahrzeuge. Ich habe nichts gesehen, nichts gefunden, etc. Ja, ich durfte dann wieder zu Lilly fahren. Mit der quatschen, dann durfte ich wieder runter zu dem Typen fahren, mit dem quatschen. Ich habe jetzt diese einen Bretter noch nicht verbraucht. Ihr seht das hier. Die stehen noch drauf. Das müssen wir dann leider nochmal machen. Es tut mir sehr leid. Aber ich habe zumindest schon mal so weit nachgespielt, dass ich das nicht nochmal auf die Aufnahme drauf, auf die Folge drauf machen muss. Ja, es ist leider echt ärgerlich. Kann es echt nicht anders sagen. Ich weiß nicht, würden uns 4 Stück reichen? Bin ja jetzt natürlich auch Bombe hier. Reichen uns 4 Stück für die 4 Teile? Ich glaube fast nicht, wa? 5 werde ich mitnehmen müssen. Ja, jetzt habe ich aber kurz vorher nochmal gespeichert, bevor ich denn das Ding wieder reingestiegen bin. Das klappte dann, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, dann einmal das gute Stück hier. Dann der hier. Jawohl. Und noch eins würde ich sagen, aber ich glaube, mit 4 kommen wir nicht hin. Wir haben 1 komplettes Verbrauch für eine Hütte und brauchten dann immer noch welche dazu. Das heißt, wir müssen damit ja rechnen. Ich glaube, wir reichen mit dem 5. Ich will jetzt ungern nochmal abfahren. Plus 6 will ich jetzt. Wobei, wir können auch 6 aufladen. Es gibt noch mehr Ferienhäuser. Wenn, dann steht der Typ wahrscheinlich eh wieder da mit seiner Karre und dann kriegen wir die wieder, die Bretter. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, dann einmal das hier. Also, solltet ihr das Spiel mal spielen, wirklich immer abspeichern, Leute. Wirklich immer abspeichern. Einmal mehr als zu wenig. Weil ihr habt sonst echt das Problem, dass ihr das alles wieder nachspielen müsst. Oh, das ist total ärgerlich. So, gut, dann fahren wir mal los. Dann haben wir uns hier die 6 Stück oder die 5 Stück aufgeladen. Und die anderen Bretter, die waren ja eh noch von uns. So, dann düsen wir da mal hin wieder. Sieht denn eigentlich unser Schlaf 60, Nahrung ist auch nicht mehr so gut. Aber Schlaf sieht noch ganz gut aus. Nächste rechts. So, dann fahren wir da mal wieder hin. Machen das Zeug. Rein. Also wir bauen die Kaschem auf für den Typen.
Und dann haben wir ein bisschen Fortschritt wieder gemacht mit der Quest auch. Das ist doch gut. Dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Es wird langsam dunkel. Wir werden wahrscheinlich im Dunkeln die Dinger aufbauen müssen. Oh je. Oh je, oh je. Naja, das kriegen wir auch hin. Weil ich will jetzt ungern wieder zurückfahren und schlafen fahren. Da habe ich jetzt auch gerade nicht so die Muße dazu. Da sind wir gleich da hinten sind sie schon zu sehen. Boah, hat mich das vorhin geärgert. Ich sag's euch, ey. Oh, da war ich schon da bedient. Bedient war ich dann schon wieder. es ist ein Traum. Kannst nicht anders sagen. Diesem Spiel. So, Kumpel. Gut, dann sind wir da. Na. Sehr schön. Nein. Warum? Nein. Warum denn bloß? Och man, das kann doch nicht wahr sein. Wartet mal, ich muss das mal anders machen. Ich mach mal das mit dem Kran hier. Das gibt's doch nicht. Das ist ja ein zu viel hier. Jetzt liegen ist es mir auch egal. Hauptsache ich komme daran, ohne in diese blöde Auto wieder einsteigen zu müssen. So. Auch schön auch, dass es so einfach funktioniert hier. Gut. Ja. Wir müssen die Lader jetzt leider nochmal aufbauen. Das sind aber diesmal wirklich 4, 5 sogar, hä? Naja. Das ist jetzt halb so wild. Bauen wir die eben schnell auf. Macht wie gesagt auch nicht so lange Folgen. Kann man gut und gerne auch trennen. Wenn ich die ganze Zeit nur das Gefahrrad drauf hat und das reparieren. So lange reparieren in einer Folge, meine ich. So. Aber das ist ganz cool hier, finde ich, mit dem Aufbau des Teils hier. So. Hä, wo ist denn? Was ist mit dem Ding kaputt? Kein Plan. Nicht, dass das nicht triggert oder so. Ich drehe durch. Er hat das Ding gleich mitgenommen wahrscheinlich hier. Okay. Weil das wäre ja richtig ärgerlich, oder? Wenn das auch nicht triggert, dann... Oh. So. Das ist auch meine Befürchtung. Wenn du hier aufbaust und so und es fehlt ein einziges Teil, du wirst mit der Quest einfach nicht fertig, weil du das Ding gar nicht findest. Also weil es buggy ist. Das gab es auch schon. Habe ich in den
Also es gab sehr oft, es gibt es inzwischen immer noch, glaube ich sogar. Irgendwo. Also kann das passieren. Und darauf hätte ich überhaupt keine Lust. Dann kriegst du die Quest ja nicht abgeschlossen, damit hat sich das Spiel erledigt. Kannst du nur den Entwickler dein Safe Game schicken, dass der das ausmerzt. Ansonsten kommst du ja nicht mehr weiter. Du kommst im Fortschritt nicht weiter. Aber ich denke, wir bleiben davon auf jeden Fall verschont. Ich habe ja jetzt schon einen Bug gefunden. Das reicht mir. Ja, noch mehr muss ich nicht finden. Mit dem schönen Automobil da, mit dem blöden Gabelstapler da. Ich, es ist unglaublich. In der Essenskammer war ich mit dem Ding. Es ist... Das ist doch echt nicht normal. Oh Mann, ey. Jetzt, Willi. Mann, Mann, Mann. So, die Hütte haben wir gleich. Dabei stand der Gabelstapler voll weit weg von dem Essensding da unten. Wie ich das geschafft habe, ich... Keine Ahnung, ey. Vielleicht bin ich, habe mir schon überlegt, dass ich zu schnell in den eingestiegen bin. Ich bin hingelaufen und habe schon von Weitem dann E gedrückt, damit ich da einsteigen kann. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran gelegen hat. Ist das jetzt fertig oder nicht so? Das ist fertig. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es daran gelegen haben soll. Ich weiß es nicht. Ich glaube vom Glauben ab, ey. Als ich dann auf einmal mit dem Gabelstapler da unten in der Essensdings drin war. Ah, geil. Es ist ach, unfassbar. Aber das kann nur mir passieren. Das kann einfach nur mir passieren. Das gibt es gar nicht. So, das wäre die Tür. Die geht auch auf. Das ist sehr gut. Woher er jetzt das Glas nimmt, um das Ding dazu fertig zu machen, verstehe ich zwar auch nicht ganz, aber... Naja, ist ja nicht meine Sache. So. So. Einmal so. Aber das war der Boden da drinnen, ne, oder? Nein, lass ihn schimmer. So. Dann machen wir hier noch den Boden fertig. Und dann nimmt das noch Gestalt an. Gestalt, Gestalt. So, dann haben wir die Seiten direkt schon mal zu. Okay. Da kommen wir mit dem Teilen wahrscheinlich gerade so hin. Okay. Es könnte sein, dass ich mehr aufnehmen kann, aber ich kann nur die 100 aufnehmen. Aber das ist nicht schlimm. So, das Dach noch. Oh, jetzt, ja, es kommt die Nacht. Grillen, zwirpen, zirpen und machen und tun. So. Questfortschritt 50%. Sehr schön, wir haben zwei solchen fertig gemacht. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier einen Cut bei 16 Minuten, das ist okay, dann machen wir den Rest dann in der nächsten Folge. Schön, bei Dämmerung,
bei Dunkelheit bauen wir dann die Dinger auf. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.